bei uns auf dem Strobelberghof. Wir sind jetzt da am höchsten Punkt in der Gemeinde Bayern und da ist unsere Hofkäserei. Also da ist der Stall für unser Milchvieh. Wir haben ca. 30 Kühe und dann noch 15 Jungtiere. Die sind jetzt alle draußen auf der Wiese und produzieren seit knapp 20 Jahren hier am Hof Rohmilchkäse. Wir machen 25 verschiedene Sorten. So, also jetzt gehen wir dann in die heiligen Hallen, also in die Käserei rein. Und da übergebe ich euch an Leonhard, an meinen Mann, das ist da der Meister. Dann packen wir es. Zuerst kriegt es mal gescheite Schuhe. Komm gleich wieder. Zum Haus ist der ganze Keller alles Käserei. Das ist jetzt der Produktionsraum. Da wird kommissioniert und auch vakuumiert. So, dann schaut's einmal hier durch. Dankeschön. Jetzt muss ich euch filmen. Ja, mit der Käserinde ist so eine Sache, also in der industriellen Käsefertigung werden sehr häufig Plastifizierungen verwendet. Das ist bei uns nicht, also wir werden alle Käse von Hand schmieren. Bei uns kann man jede Käserinde mit essen. Das ist kein Problem. Wir sind im Sommer über immer im Spitzengebiet und genießen da die Sommerfrische. Ich muss jetzt gerade schauen, weil das da komisch ist, dass die da unten ist. Da was passiert ist. Gehst mit? Gehen wir zu den anderen. Ja, sie kennen mich einfach von kleinst auf. Du bist dann einfach irgendwie anerkannt. Dann kommen die alle und denen begrüßen. Gehst du mal her? Der hat jede einen Namen. Und wir kennen auch alle Tiere auseinander. Natürlich kann man sie nicht den ganzen Tag rausstellen und Kälber streicheln. Das schön war's schon. Ja.